So, es geht um eine große Verlosungsaktion. Bei Saturn gibt es eine ganz tolle Kaffeemaschine zu gewinnen. Und unsere Protagonistin vor der Kamera stellt sich jetzt mal kurz selber vor. Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du? Hallo, mein Name ist Francesca Oster. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin hier Auszubildende im Saturnmarkt. Gut, Auszubildende heißt, du gehst noch zur Schule. Auf welche Schule? Ich gehe in die Schule KBBZ Friedrich List. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Saturn. Wie viele Kunden bedienst du am Tag? Was machst du? Bis zu 150 Kunden hauptsächlich. Nochmal, wie viel? 150. Wow, das ist viel. Ja. Und was sind so typische Fragen bei den Produkten, die du so anbieten musst? Was Rasierer, ob es ein Haarschneider oder ein Bartschneider ist. Bei der Küchenmaschine, was er an Zubehör dabei hat. Das Typische halt. Es geht um eine Kaffeemaschine heute. Und um welche Kaffeemaschine, welche gibt es zu gewinnen? Es gibt eine Kapselmaschine zu gewinnen, und zwar das Modell Pixi von Allgemein Espresso. Super. Und wenn sich einer auskennt mit Kaffee, ist es wer? Die Italiener und ich. Warum du? Ich bin leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Ich beschäftige mich ganz gerne mit den verschiedenen Produkten. Und du kommst aus? Ich bin aus Italien. Sehr, sehr schön. Kann man ruhig sagen. Deswegen auch der Vorname. Kaffee und Zubereitung. Das ist ja in Italien, wird das ja zelebriert. Ja. Ja. Kommen die Maschinen so langsam ran, die wir hier haben, schon? Ja, definitiv. Vom Geschmack her, von der Konsistenz allgemein, die Kraft im Kaffee. Prima. Dann gehen wir mal zur Kaffeemaschine. So, die Francesca ist jetzt hier vor der Nespresso Pixi. Sag doch mal, was es jetzt zu gewinnen gibt. Beschreib mal die Maschine. Also, das ist die Pixi Kapselmaschine. Die ist super einfach in der Handhabung. Bei der ist es so An- und Ausschalter, einfach nur hier hinten. Den Hebel drückt man einmal hoch, um die Kapsel allgemein reinzutun, einmal runter. Dazu hat man natürlich hier noch zwei Knöpfe. Einer ist für den Espresso gedacht und einer für den normalen Kaffee. Je nachdem, was für eine Kapsel Sie daheim haben, wenn Sie zum Beispiel jemand sind wie ich, der abends mit einem starken Kaffee nicht mehr schlafen gehen kann, lassen Sie einfach nochmal Wasser dazulaufen. Dadurch, dass es einfach nur diese Knöpfe sind und keine programmierbaren, ist der Kaffee direkt ausgedünnt. Das ist ziemlich praktisch. Allgemein ist das natürlich hochklappbar. Je nachdem, für den Espresso lässt man es unten, für eine große Tasse oben. Sonst sammeln sich hier nur noch die Kapseln, die leer natürlich, die man einfach ausleeren kann. Ist auch ganz einfach zu reinigen. Einfach nochmal reinsetzen. Und das war eigentlich schon die komplette Maschine. Hinten ist noch der Wassertank und mehr muss man dazu nicht wissen.